Hallo und herzlich willkommen zurück bei Mist. Ich habe in der letzten Folge das Zeug zurück nach Hause gebracht, aber wir müssen da jetzt noch einmal hinlatschen und den Rest holen. Hatte ich alles hier in den Kofferraum geparkt. Nehme das jetzt einfach mal noch mit. Und ja, dann wollte ich ja meine Base ein bisschen sicher machen. Das alles rein, ich hoffe es. Ja, sehr gut. So. Ich glaube, ich muss jetzt echt mal noch kurz meinen inneren Monk befriedigen und mal schnell den ganzen Scheiß hier noch sortieren. Ja, jetzt kriege ich die Krise, glaube ich. So, oder? Machen. Ja, das ist gerade alles ein bisschen durcheinander. Warte mal, dann packen wir in die Kiste einfach mal alles, was Essen ist, weil da schon relativ viel Essen drin ist. So, das, das, so. Nein, ich wollte das da tauschen. Haben wir sonst noch was zu essen? Hier, trinken. Säge. Essen. Trinken. Wie sieht's da eigentlich aus? Ganz gut, ne? Hier haben wir noch mehr trinken. Hier haben wir noch mehr trinken und auch noch was zu essen. Okay, das geht gerade so rein. Okay, Essenskiste voll. Was packen wir denn hier rein? Mal hier würde ich vielleicht Components und so ein Kram reinpacken und Metal Straps. Vielleicht die Dinger noch. Batterien vielleicht. Packen wir mal den Autoreifen hier rein. Können wir die können wir noch stacken. Die können wir stacken. Ich hatte irgendwo noch mal Batterien. Erstmal die Muni da rein. Wir die hier auch drin gehabt? Ja, ne, die hatten wir hier. Also wenn ich das hier nicht sortiert habe, dann kriege ich die Krise. Deswegen muss ich mal ganz kurz. Wird jetzt hier so erstmal so ein übelstes Durcheinander werden, bis ich mehr Schränke und alles habe. Dann packen wir hier mal alles, was so Holz ist, rein. Die Blätter vielleicht noch. Das vielleicht noch. Und hier die Feder. Und ja, das noch. So. Batterien. So, dann haben wir noch Medikamente. Können wir die? Ja, sehr gut, die können wir stacken. Die Munition möchte ich eigentlich ganz gern eingesteckt lassen. Ich packe jetzt hier einfach was über den ganzen Rest rein. So. Dann brauche ich Components. Und wo habe ich jetzt das Holz hin? Hier. Damit wir die Sicherung erstmal bauen können. Ich hock mich mal hin. Ich bin nämlich ein Schisser. Wir brauchen Sticks. Ich glaube, 10 müssten reichen. Okay, noch kein Nebel. Gucken, ob jetzt der Nebel kommt. Nummer eins. Zwei. So, das haben wir erstmal safe. Puh, da kann durch die Fenster da auf jeden Fall schon mal nichts mehr kommen. Dann würde ich vielleicht noch einen zweiten Schrank bauen. Halt. Das war hier irgendwo. Schränke, Schränke, Schränke. Ah, hier. Schrank. Das müsste vorne sein. Muss jetzt hier erstmal nicht schön aussehen, glaube ich, am Anfang. Drei, vier. Achso, das hast du schon gemacht. Okay, oder. Was
brauchte ich jetzt. Wir Metal Straps 2. Wo habe ich das Holz? Hier vorne. Nebel! Sehr schön. Da haben wir ihn, den Nebel. So. Bleib jetzt einfach hier drin. Dann würde ich mein Essen wahrscheinlich mal. So, jetzt habe ich die Sticks wieder nicht mehr da rein. So. So, dann packe ich hier das ganze Essen rein. So. 2, 1, 2. Das. Dann nehmen wir die Steine und Blätter und Federn. Packen die dort rein. Noch was zu essen. Das sind leere Flaschen. Also diese Kiste hier gefällt mir auch so überhaupt nicht, ne? Gerade so meine Abfallmüllkiste. Das ist Essen. Ich glaube, besser wird es jetzt halt erstmal nicht, ne? Können ja mal ein bisschen aufräumen. Während wir hier warten müssen. So. Hey. Koffer? Wo ist dein Problem? Ja. Ja. Ah ja, so halbwegs. Ich sehe nichts. Ich sehe nichts. Ich bleib einfach mal hier sitzen und guck in der Zeit mal, was wir vielleicht noch so gebrauchen könnten. Ein Bett wäre ja nicht schlecht, ne? Haben wir eigentlich alles da? So ein großes Bett wird hier nicht reinpassen, ne? Und 6. War hier so schön und das Fenster ist doch. So, was braucht man? 6, 6, 8. Und Holz war jetzt wieder das Holz, ne? 8. So. Da läuft einer. Vielleicht geht da der Nebel vorbei. Ah, guck mal, cool. Die mal genutzt hier. Wir haben. Nein, ich will nicht schlafen. Falsch gedrückt. Sehr schön. So, Nebel vorbei. So. Wir brauchen ein Auto.
Ich bin dehydriert. Wie sieht's mit Essen aus? Essen geht noch. Warte, ich kann das doch gleich hier raus essen. Wir nehmen einmal das. Reicht. Wir müssen ein bisschen sparsam sein mit dem, was wir haben. Achso, ich wollte noch mal gucken. Man konnte sich doch irgendwie noch so ein. Genau, hier so ein. Achso, dafür brauche ich ja wieder ein Messer. Okay, ich brauche ein Messer. Okay, das ist nur das Licht im Wald. Oh, da liegt einer. Hallo. Loot? Nein, du hast keinen Loot. Du hast auch keinen Loot. Schade. Du hast auch keinen Loot. Okay. Da unten waren wir jetzt schon. Dann gehen wir mal in diese Richtung. Bin noch mal ganz kurz. Aha, okay. Das geht. Da hinten irgendwo ist der Bär. Ich weiß noch nicht wo. Components. Ach, ich habe mein Dings nicht dabei. Mein Benzinkanister. Den wollte ich doch mitnehmen. Bisschen Benzin abzapfen. Ein Blatt. Und noch ein Blatt. Wo ist der Bär? Wo ist der Bär? Ich sehe ihn nicht mehr. Ich weiß halt auch immer nicht, wie groß sein Radius ist. Er ist gestern so bis darüber gelatscht. Da gerade was gesehen. Ich hätte schon gern irgendwie, es war eine coolere Waffe. Wo ich mich mit diesen Bären da auseinandersetzen muss.
Oh, weiter als WBC habe ich auch nicht gespielt, ne? Möchte ich nur mal anmerken. Also, dass das da alles so flackert, das irritiert mich voll. Hier ist nicht zufällig irgendwo ein Messer. Seile. Ein Kackhäuschen I mit Loch. Tomatensoße. Nicht irgendwie hoch. Ah, cool. Er liegt leider noch nichts. Gute Frage, nächste Frage. Noch mal hochklettern. Uni, die habe ich bald übersehen. Was ist da los? Und alle ab und alle hopp. Okay, hier ist auch nichts. Mei, gut, ich komm da hoch. Kommst du da hoch? Oh, ein Rucksack. Geil. Sehr cool. Ich muss sagen, Rucksäcke findet man hier relativ schnell, ne? Ich weiß, dass es da diesen verkackten Bären gibt. Ich bin gerade so ein bisschen ein Schisser dahin zu latschen. Wie ist es dann? 17 aus 17. Meine vier Kugeln. Ich gegen diesen Bären auch nichts ausrichten, ne? Ja, super. Hat ja super geklappt mit dem Benzinabzapfen. Ich sollte auch den Kanister mitnehmen wieder. Platt. Ich weiß nicht, ob wir erstmal schlafen gehen sollten. Ding ist, dass ich halt den auch so gar nicht sehe. Es ist so kacke, man weiß, dass er irgendwo hier ist. Aber man sieht ihn halt nicht, ne?
Oh, ich habe eine Zigarette gefunden. Wieso dauert das Abzapfen davon genauso lange wie das andere? Diesen Scheißbären nicht. Macht mich kirre. Habe ich noch irgendwie was ich nachladen kann, Lena? Wo bist du? Ich sehe aber auch nichts, was sich bewegt, ne? Das schickt mich so, ich bin so ein Schisser. Da liegt eine Batterie. Aber das ist gerade alles irgendwie heller geworden. Ach, Kacke, ich habe keinen Platz mehr. Wir lassen die Flaschen erstmal hier, davon haben wir ja schon ein paar. Blech. Nein, falscher Knopf. Oh, kann doch noch nachladen. Okay. Ich würde sagen, wir gucken jetzt hier nochmal rein. Ob hier irgendwie was ist. Nix. Gut. Okay. Ein Reifen. Okay, ich glaube, das reicht mir für meinen ersten Tag. Ich möchte jetzt gern, glaube ich, schlafen gehen. Ich bin da noch zu sehr ein Schisser. Ich glaube, wenn ich mich dann irgendwann mal an dieses Spiel so gewöhnt habe. Gucken, ob hier noch irgendwas ist. Nein. Dann ist das auch was anderes, aber... Was ist das denn? Ich habe keine Ahnung, was der mir da gerade zu essen angezeigt hat. Ich weiß es nicht. So, gut. Ich würde sagen, betten wir uns für die Nacht und morgen stellen wir uns den Bären. Warte, ich muss noch mal was essen und trinken, glaube ich, vorher. Sollte reichen. So, ich bin ein kleiner Schisser, aber ich stehe dazu.
18:30, 6:30 Uhr. Ja, wir schlafen mal 2 Stunden. Gott, nein, ey. Ich will nicht wissen, was da ist. Spät ist es jetzt? Oh, 5:19 Uhr. Na, verdammt, zu früh, ja. So früh wollte ich gar nicht aufstehen. Aber egal, das soll es für diese Folge gewesen sein. Ich weiß, wir haben jetzt nicht ja wirklich irgendwas gemacht. Wir sind nur rumgelaufen, haben Zeug eingesammelt, aber das ist halt am Anfang von dem Spiel, ist das halt so, ne? Man rennt rum, sammelt Zeug ein und fürchtet sich vor dem Bären, der irgendwo da oben ist. Da oben ist er irgendwo. Wir werden ihn finden. Und ja, ich bedanke mich bei euch fürs Gucken und hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Und ja, sage Tschüssi, macht's gut, bis zum nächsten Mal.